gestattet, die Bühne zu betreten. Aber warum? Mein General hat sich das Recht vorbehalten, die Bühne frei zu belassen. So kann er in die Geschichte kommen, wann immer er es möchte. Ich bin Katrin Maywald und ich habe die Regie für Hier kommt keiner durch gemacht, die Spielleitung. Das heißt, ich habe zusammen mit dem Ensemble ausgehend vom Bilderbuch ein Stück entwickelt. Ich bin Lasse, ich bin beim Wilde Bühne Ensemble. Hier probe ich mit allen anderen für unser Stück Hier kommt keiner durch. Und ich freue mich schon auf unsere Premiere in 2 Wochen. Ich bin Nele und ich bin Teil dieses Ensembles. Kinder, Jugendliche und Erwachsene alle zusammen auf der Bühne stehen und ihr könnt präsentieren. Ich bin Nie. Ich bin Teil des Wilde Bühne Ensembles. Meine Figur ist so eine. Ich würde sagen, eine Figur, die selbst nicht weiß, wer sie ist, die es selbst noch herausfinden möchte, durch Fragen stellen und Spiele spielen. Dadurch möchte sie halt erfragen, wer sie ist und ob andere ihr dabei helfen können. Ja. 20 Sekunden in der Energie machen. Also ich bin Aufpasser. Ich habe mit der Figur gearbeitet, weil ich fand, dass sie gut zu mir passt. Und weil sie mir Spaß macht und weil ich sie cool finde. Wenn ich sagen muss, vielleicht sind auch Lehrer Aufpasserfiguren. Aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Der General ist für mich eine Person, die sich nicht zeigen möchte und versucht, über andere Wege hier an die Macht zu kommen, anderem an die Sache rangeht und halt eine Figur ist, die versucht, alle gegeneinander aufzuwiegeln und versucht natürlich, ihren Tanzboden freizuhalten. Der Prozess zum Stück Hier kommt keiner durch lief so ab, dass wir hatten das Buch zur Vorlage, Hier kommt keiner durch, und wir konnten selber oder haben Improvisationen durchgeführt, aus denen sich dann spätere Szenen entwickelt haben. Und es gab kein vorheriges Skript schon, sondern also unsere eigenen Ideen und Improvisationen sind eingeflossen in das Stück. Genau. Ich meine, das ist langweilig, aber von außen ist es mega interessant, auch wenn es der gleiche Impuls ist, aber den Leuten auf so unterschiedliche Art und Weise und verschiedene Richtungen machen. Ich bin Anke. Ich bin Schauspielerin von Beruf und Teil dieses Wilde Bühnen-Ensembles, Spielensembles. Man kann sich freuen auf krasse Kostüme, auf eine wunderbar spielerische Musik. Man kann sich freuen auf wenig Sprache, die sehr unterschiedlich benutzt und bedient wird, auf viel Bewegung. Ach, und auf Überraschungseffekte, glaube ich auch.